Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Letztes Mal haben wir hier oben unsere Verarbeitung von Kupfer und kupferhaltigen Produkten fertiggestellt. Was uns noch fehlt, ist ein Zug für Zink, ein Zug für Stein. Und dann allenfalls Züge, das Material abzutransportieren. Und das wollen wir heute zuerst angehen. Wenn wir hier auf der Karte schauen, haben wir hier hinten das Zinkfeld, das wir anschließen werden. Und da werden wir dann auch gleich Zink verarbeiten. Hier haben wir ein Steinfeld. Und für die Zinkverarbeitung brauchen wir Schwefelsäure. Darum stehen wir hier unten, denn wir werden hier einen kleinen Bahnhof machen. Das ist der Schwefelsäureabholung. Und haben wir hier ein schönes. Yep. Und weil wir keinen Wartebahnhof haben, werden wir hier nur einen zulassen. Wir brauchen hier einen Zug. Wir werden dem aber nur einen Waggon geben. Und dann brauchen wir eine Pumpe, um ihn zu beladen. Und dann von hier hinten, oder von da, von hier, können wir uns die Schwefelsäure abzwacken. So. Dann wird dieser befüllt. Das können wir abhaken. Hinten dran brauchen wir ein Signal. Und dann wahrscheinlich auch noch eine Auffahrt von dieser Seite. Und hier nein. Das geht auf diese Seite rum, der Ausgang, die Ausfahrt. Und wenn wir in die andere Richtung wollen, dann geht das so rum und da ist uns eine Strom aus dem Weg. Aber wenn wir den leicht verschieben, bekommen wir das hin. Dann machen wir hier in der Mitte ein Signal, da ein Signal und das entfernen wir. Wunderbar. Den ersten Programmpunkt haben wir erledigt. Der zweite, das Steinfeld, sollte keine große Hexerei sein, wenn ich hier durch den Wald durchkomme. Warten auf die Robis. Dann können wir rasch rüber zum Steinfeld. Liegt das im Wald?
Das liegt ziemlich im Wald. Ich werde das Steinfeld anschließen, denn Steinfelder sind nicht wirklich eine große Hexerei. Das anzuschließen und in einen Zug verladen. Was wir dann allerdings hier noch uns überlegen müssen, wenn wir hier Stein abbauen, werden wir hier dann auch eine Ziegelsteinschmelze haben. Und dafür werden wir auch einen Bahnhof benötigen. Und da müssen wir, sollten wir einfach mal so vom Platz das freilassen, dass wir uns die Zukunft nicht verbauen. Wie erwähnt, das Steinfeld ist keine große Hexerei. Wir haben das Feld, wir haben den Steinbahnhof mit einem Zug, der bereits beladen wird. Wir haben hier unten auch die Möglichkeit für ein zweites Bahn für Ziegelstein. Schmelze können wir hier platzieren und ich habe schon den Bahnhof hier hingemacht. Und diese Bahnhöfe sind etwas anders, denn die sind quasi zwischen zwei Kreiseln, so dass wir uns nicht groß darum sorgen müssen, dass wir in alle Richtungen ein- und ausfahren können, denn sie fahren einfach vor und machen dann eine Wende beim Kreisel. Gut, erstes Material können wir abhaken. Und das zweite für das Zinkfeld, da müssen wir hier raus die Bahnlinie erweitern und dann hier eine Seitenspur das Feld mit Förderern bestücken. Glücklicherweise haben wir da schon Strom da unten und dann brauchen wir die Verarbeitung. Und die Verarbeitung passiert in Elektrolysern und ich denke, ich habe hiervon genug. Hoffentlich habe ich auch von all den anderen Materialien genügend in der Tasche. Aber ich denke, ich lege erstmal Gleis, dann das Erzfeld und dann können wir sehen, wie machen wir das mit der effektiven Herstellung von Zink aus dem Erz raus. Da oben haben wir unsere Zuglinie, hier unten haben wir unser Erzfeld. Und wenn wir uns das auf der Karte anschauen, da sind auch ein paar Nester, kleinere und größere, in der Gegend. Und ich denke, darum müssen wir uns dann auch noch kümmern. Aber zuerst mal wollen wir schauen, wie kommen wir da hin, wo wir Zink verarbeiten. Wir können das, ich denke, wir werden Eingang haben, Ausgang und das dann so machen. Und hier die Frage, machen wir die Verbindungen, die Eingänge für die Schwefelsäure in der Mitte und dann nach einer Seite außen, oder machen wir das eher so, wie wir es hier oben haben, hier, wo wir das von außen hinlegen, dass das Ganze etwas kompakter wird. Wir werden 32 von den was sind das? Das sind 32 von den Elektrolysern benötigen.
Das heißt 32, 42. Ausgang, Ausgang, Eingang, 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 Eingang. Und dann das geht hier ran, das geht daran. Gut, das sind 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Dann haben wir hier oben noch einige. Untergrundrohre auf der Seite. Und ich denke, hier oben, da machen wir mal etwas Baumentfernung, dass wir auch sehen, was sich darunter verbirgt. Die oberen zwei, die brauchen wir nicht. Und das hier ist dann unser Ausgang mit Zink. Das heißt, hier auf dieser Höhe brauchen wir einen Bahnhof für die Beladung, aber auch einen Bahnhof, um die Schwefelsäure zu entladen, welche wir brauchen für die Verarbeitung von Zink. Und offenbar fehlen da ein paar Einzelteile in der Kopie. Und wir werden hier Strom anschließen müssen, damit das Ganze dann auch funktioniert. Aber das ist an diesem Punkt mehr Fleißarbeit als effektive Hirnarbeit. Hier unten sind wir mit unserem Setup fertig. Was noch fehlt, ist Strom, den ich absichtlich noch nicht angeschlossen habe, und der Zug für unsere Schwefelsäure. Denn zuerst möchte ich dieses Feld hier oben beseitigen. Das ist mir etwas zu nahe, um hier etwas Sicherheit zu bekommen. Denn sobald unsere Miner loslegen, werden die Verschmutzung produzieren. Und der ist auch erledigt. So geht das. Alles, was wir hier effektiv uns darum sorgen müssen, ist, dass wir nicht in der Spucke stehen bleiben und uns dann zu Tode stehen. Aber zumindest das Nest war kein Problem, sodass wir jetzt mal den Strom
hier nach unten anschließen können. Und dann sollte das Erzfeld mit der Förderung beginnen. Was es auch tut. Und wenn wir jetzt diesen Zug nehmen und sagen, geh hier hin, volles Frachtinventar, geh hier hin, leeres Frachtinventar, und wo ist das Problem? Hier fehlt uns ein Zwischenstück Gleis. Sind immer die Details. Aber das lässt sich korrigieren. Und wenn ich hier mal anschaue, wir haben etwas Verschmutzung. Die wird sich rasch ausbreiten. Darum denke ich, sollte ich mich auch oben um diese Nester hier am Rande kümmern. Nicht, dass die dann unser Zinkfeld plötzlich über den Haufen rennen, während wir dem Feld den Rücken zugekehrt haben. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefreut und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wo wir uns wahrscheinlich um Eisenverarbeitung kümmern werden. Wir haben das Ähnliche mit Kupfer gemacht und aus Eisen können wir neben Eisen selbst noch Stahl produzieren. Wir brauchen Eisen dann auch für Kobaltstahl und für die Eisen-Nickel-Legierung Invar. Und all das wollen wir bei einem Eisenfeld machen. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!